Jo Freunde, herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. Ja, wir haben ja jetzt den dritten Zeitauftrag hier. Da, den möchte ich gerne machen. Zumindest versuchen. Ich weiß jetzt nicht, ob es klappt oder nicht. Hier bei den Bedingungen ab Kapitel 15. Jetzt ist wäre es mal vielleicht interessant zu gucken, wie das aussieht. Wird der Gegner gar nicht erst erscheinen, weil ich gar nicht im richtigen Kapitel bin? Keine Ahnung. Also das kann man jetzt mal kurz hier testen bei mir. Die Belohnungen sind nicht schlecht. 30.000 Erfahrungspunkte. 999 FP-Punkte. 1,25 Millionen Gil. Also ordentlich, ja, und dann 9 Gedenkmünzen. Ich müsste echt mal irgendwann mal nachschauen, wofür diese Gedenkmünzen sind. Also wie wir es erkennen können, muss es irgendwo in Leide sein. Ja, und zwar kämpfen wir gegen den Ephemera Behemoth König. Keine Ahnung, also Behemoth König, okay, aber Ephemera, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie ich es ausspreche. Ich habe auch noch nie das Wort gehört oder den Namen, die Bezeichnung. Also ist für mich jetzt das erste Mal, dass ich das sehe. Deshalb, keine Ahnung, vielleicht wenn jemand von euch eine Ahnung hat, einmal bitte in die Kommentare schreiben, was es bedeutet. Würde mich darüber freuen, wobei, du kannst ja auch selber nachgucken. Nutzt Google. Ja, vielleicht sollte ich das sogar machen. Aber vielleicht kann trotzdem jemand nochmal drunter schreiben. Ja gut, der läuft dann wohl bis zum 20. oder 21. Bis 4 Uhr läuft dieser Zeitauftrag. Danach fängt der nächste an. Also wie ich vermute auch. Ja, wobei ist noch nicht ganz so einfach. Vielleicht geht dann der Zeitauftrag, der nach diesem kommt. Ja, bis zum 28. Ja, weil ich will halt jetzt nicht allzu viel trainieren. Also jetzt so also viele Erfahrungspunkte bekommen. Damit ich jetzt später nicht zu überlevelt bin für das Ende. Naja, egal, ich versuch's trotzdem mal. Also, ich habe jetzt das letzte Mal da vor dem Häuschen aufgehört. Jetzt hier bin ich dann schon zum Auto gegangen, habe hier alles gekauft, was geht, weil ich glaube, wir werden es gut gebrauchen können. Ja, ich habe ja auch mittlerweile nach dem letzten Zeitauftrag mit den Morbols, da habe ich gut Geld bekommen. Also, da konnte ich mir das dann auch erlauben. So, aber was wir jetzt machen wollen, ich weiß, dass Cid sich da noch gemeldet hat, dass er für uns fertig so ein paar Waffen hat, die wir bei ihm abgegeben haben, ne? Wobei ich würde mal sagen, ich gucke noch erstmal vorher, ob er da ist. Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, fahren wir dahin. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich ein bisschen länger brauche für den Kampf. Deshalb kann es sein, dass das wieder so ein längeres Video wird, wo ich dann so die Teile jetzt Lass zusammenschneide. nichts liegen. Okay. Was? Kannst du da nicht die Fahrt einfach überspringen? Müssen wir halt jetzt echt. Nee, 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 wartet mal, Freunde. Ich guck mal, ob wir das nicht irgendwie. So. Hoffentlich kocht Iris uns was Leckeres. Meine Koch. So, automatisches Fahren. Aufgaben vielleicht so. Oh, das ist. Wo ist das? Warte. Ah, vielleicht kann ich hier, so. Sind dir wohl nicht gut genug? Nein, so war das nicht gemeint. Aber Okay, Iris kocht Freunde, mit dann möchte ich euch Liebe. jetzt natürlich nicht die Fahrt hier. Ja, ich möchte euch jetzt nicht hier quälen. Dann würde ich mal sagen, ich mache mal hier einen Cut und dann gucken wir dann weiter, wenn ich dann bei Sid bin. Jo, und da sind wir auch schon wieder hier in Helmerhead. Mann, das ist ja auch schon lange her, seitdem wir hier das letzte Mal waren. Beim Langvite bebt es in letzter Zeit ständig. Dave ist auch schon vor Ort, um sich die Lage anzusehen.
Erdbeben gab's hier in der Gegend bisher eigentlich noch nie. Die Leute sind ziemlich beunruhigt. Und mir wird auch unwohl, wenn der Boden wackelt, während ich gerade unterm Auto liege. Sprecht am besten mal mit Dave. Aha. Eine neue Quest, aber gut, das interessiert uns jetzt gerade nicht. Noctis, hier ist das Prachtstück zurück. Okay, einmal die Lanze. Ich glaube, da könnte man vielleicht die Ignis geben. Da bist du ja. Hier, die Waffe. Genau, und ich glaube, das war es auch schon. Das waren die beiden Waffen, die wir jetzt abgegeben haben. So, dann einmal kurz ausrüsten. Ignis, du kriegst... Ja. Soll er die haben? So, und du kriegst dann auch... Ja. Wirbelsäge plus... Ja. So. Okay, also das muss in der Nähe, wo die Aufgabe ist, hier dieser Long White. Also an diesem hier links unten, denke ich, also oder jetzt besser gesagt auf dem Bild unten in der Mitte, das ist ja glaube ich dieser eine komische, seltsame Berg, der halb, wo ich schon am Anfang gesagt habe, dass der irgendwie so ein bisschen so vom Optischen nicht ganz zu dem ganz passt, zu dem Gebiet, aber naja, vielleicht ist es auch nur meine Meinung, keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, also da wir ungefähr wissen, wo das ist, sollten wir uns jetzt mal überlegen, was wir alles, wie wir uns da jetzt schützen wollen. Ein paar Zustandsveränderungen wären vielleicht nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, was der für Zustände verursacht, aber sowas wie Abwehr zum Beispiel wäre nicht schlecht, solche Sachen. Ich glaube, oder ich gucke erstmal so hier bei der Ausrüstung von mir. Ich vermute mal, Gift wird er jetzt nicht haben. Wie gesagt, ich muss halt jetzt erstmal selber mal probieren. Deshalb denke ich mal, können wir hier wieder ein bisschen mehr auf die LP oder auch einfach auf die Abwehr gehen, auf die Vitalität. Haben wir hier genug Krieger? Fechterknöchelband. Na, ich glaube, da haben wir nicht. Ritterknöchelband. Vielleicht gebe ich. Ja. Dann kriegt dann. Ach, Prompto hat schon einen Ritter. Ja, gut, dann würde ich sagen, geben wir mal. Gladio, den Ritter. Knöchelband, so. Oh, Noctis hat am wenigsten Vitalität. Der hat die... Okay, warte mal. Das hier nochmal. Erhöht die Stärke. Okay. Das ist die LP-Menge. Ja. Können wir hier eigentlich noch was an der LP-Menge was machen? Carbonreif. Ja, komm, dann kriegt der auf jeden Fall schon mal hier das. Ja, ich denke mal, aber er hat zwei Ritterreife, ja gut, aber der hat auch nicht so viel Energie, aber ganz ehrlich, ach. Ich meine, so oder so müssen wir uns ja eh viel heilen, also
Dann gehe ich mal davon aus, dass wir dann das schon hinbekommen. So, haben wir auch nichts mehr. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, so, das ist erstmal das, womit ich es versuche. Gehen wir jetzt mal weiter, gucken uns mal das Essen an. Also, irgendwie so, wo die Angriffskraft erhöht wird, die Abwehr und vielleicht noch das die Energie. Ich weiß jetzt nicht, was für Zustandsveränderungen kommen, aber ich denke mal, da können wir uns mal herausfinden. Wobei hier LP-Regeneration klingt ja auch nicht schlecht, aber ich glaube, die Abwehr sollte vielleicht. Wir sollten doch vielleicht doch lieber Abwehr nehmen. Ich guck mal jetzt erstmal, ob ich hier das Richtige hab. So, warte mal, da war's. Nein. Verteidigung an, ja, fast Angriffskraft und Verteidigung, ja. Das ist es, oder? Ja, Angriffskraft. Ja gut, okay, die Energie haben wir da nicht, aber gut, ich glaube, wenn dann. Puh, ja, wenn dann. Würde ich wahrscheinlich mit dem hier fahren, oder? Haben wir überhaupt Magie, wenn wir dann schon Magie hier einsetzen können? Nicht allzu viel. Ich glaube, mit dem Feuer lassen wir dann mal vielleicht. So. Aber wir haben hier zum Beispiel Blitz, da können wir. Behemoth viele, ne, dann lasse ich mir mal. Muss eigentlich hier hinten weiter haben. Basiliskenfleisch, okay. Blitzra. Vita Blitz, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Allerdings hier, das ist hier wieder gucken wir mal. Bis jetzt dieses Basiliskenfleisch würde ich nehmen. Ja, Heilung wäre zwar auch nicht schlecht, aber. Nee, komm, ich glaube. Ich nehme einmal das Basiliskenfleisch. Da. Ach so, wir können das. Ah, wusste ich auch noch nicht. Habe ich auch jetzt gerade erst entdeckt. Kann das nochmal verdoppeln. Nö, nö, ist okay so. Ich glaube, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Naja, egal. Dann machen wir jetzt noch einmal hier Eis. Jetzt hat hier, ja gut, okay, ich glaube, das hat einen anderen Wert, weil ich jetzt nicht so viel von dem Eis habe, wie von dem
Blitz, deshalb ist das natürlich diese Kraft ein bisschen weniger. Okay, dann nehmen wir dann hier das Basiliskenfleisch. So, okay. Jetzt muss ich mir überlegen, soll ich echt hier das hier. Also das ist nicht schlecht wegen der Verteidigung und auch wegen der Angriffskraft. Ich versuch's einfach mal. So, dann will ich jetzt mal sagen, jetzt einmal kurz checken. Also hier ungefähr muss das hier sein. Das heißt, ich würde mir in der Nähe hier den Rastplatz suchen. Den hier. So, den markieren wir uns mal. Fahren wir mit dem Auto. Ja. Lasst nichts liegen. Okay. Ja gut, also ich würde mal sagen, ich mache mal dann hier wieder einen Break und dann sehen wir uns dann am Rastplatz. Yo, hey Freunde, und da sind wir auch schon wieder hier. Ja, sind jetzt fertig gerüstet, fertig erholt. Ich würde mal sagen, also das war jetzt ungefähr hier mit diesem Zeitauftrag. Das heißt, da kommt die Markierung. Ja. Also würde ich mal sagen, gehen wir hier hin. So, da steht unser Auto. Ich weiß jetzt nicht, ob der Gegner kommt, weil wir halt nicht im richtigen Kapitel sind. Ich versuch's auf jeden Fall. So. Ich versuch's auf jeden Fall mal. Dann kann man mal gucken. Denk dran, auch der Gegner hat Angst. Leichter ja. Geht's nicht. So dann. Verschwinde! Ich bin überwältigt. So bin ich ja. Halt. Übrigens, ich hab hier noch um das Refugium so ein bisschen Magie ja gehabt und da habe ich ja das dann auch hier nochmal erweitert. Allerdings habe ich gesehen, dass wo ich dann das Essen zubereitet habe, dass ich dann für das jeweilige Essen, was ich mir ausgesucht habe, nicht die richtigen Zutaten oder genug Zutaten hatte. Also musste ich mir was anderes machen. Und dann habe ich dann Angriffskraft, Boost, dann, also das gleiche, was ich eigentlich auch bei den Morbols hatte und bei den Kaktoren. Dieses, was war das hier nochmal? Hier, diesen 3-Sterne-Pilz-Eintopf mit dem LP-Maximum plus 400. Oder war das das? Wo schon? Nee. Nee, das hier, das Hähnchenbrust in weißer Soße, genau. Schützt vor Gift, LP-Maximum plus 400 und Angriffskraft plus 80. Das war's, genau. Ja, gut, ich meine. Gehen wir! Da. Yo. Ich denke mal, das ist auch besser als nix. Und wir gucken mal, ob wir das jetzt so schaffen. Wobei ich muss ganz ehrlich gestehen, das wird hier gerade so. Ich weiß jetzt nicht, wird das uns hier angezeigt? Noct, ich höre Magitech-Motoren. Weil normalerweise müsste uns das jetzt schon angezeigt werden irgendwie, aber. Okay. Also kann sein, dass das. Ach, denn noch. Ade. Lassen wir die Waffen sprechen. Noct. Vorsicht, linke Flanke. Okay. Vielleicht ist das echt so, dass man ab dem gewissen Level, nicht Level, ab dem gewissen Kapitel das erst machen kann. Schade. Ja gut, wusste ich jetzt nicht. Ist mal interessant vielleicht zu sehen. Was passiert, wenn man jetzt nicht in dem jeweiligen Kapitel ist? Weil sonst wird hier schon längst irgendwo
die Information kommen, was wir den Zeitauftrag eine kleine Pause? Ja. Aktiviert haben. Weiß gar nicht. Ja, ich denke mal, wir sind da schon. Ja. Ist das lästig? Klappe zu, Monster tot. Schade, schade, schade. Ja, ich hätte jetzt hier gerne den Kampf gemacht, aber es geht wohl anscheinend nicht, wenn du nicht in dem Kapitel bist. Na gut, macht ja auch irgendwie Sinn, aber naja, gut. Ich glaube, die meisten, die eh das Spiel haben und die Zeit aufnehmen machen, die werden eh schon das Spiel, denke ich mal, durch haben. Deshalb werden sie wahrscheinlich das jetzt auch so nicht, ja, wie ich jetzt hier quasi verpassen. Hast du das denn gelernt? Mit einem Schlag. Nee, aber gut. Ja. Ist vielleicht auch mal interessant zu sehen, was passiert, wenn du nicht in dem Kapitel bist. Schluss mit dem Elend. So. Ja, gut, ich denke mal, dass wir dann jetzt auch nicht viel machen können. Dann muss ich wohl warten, bis dann. Ja, der nächste Zeitauftrag kommt und vielleicht klappt es ja dann. Wie sollen wir vorgehen? Wir machen sie platt. Vielleicht klappt es ja dann. Ja, die sind jetzt natürlich ziemlich schwach, die Gegner vor uns. Die sind jetzt für uns bei Hindernissen, ne? Kinderleicht. Gladio! Okay. Außerdem haben wir auch mehr Erfahrung, was das Kämpfen angeht. Zack. Da wären wir also. Jetzt einmal mit dem ganz großen hier. Ah, der hat noch die. Das war einfach perfekt. Kann nur zustimmen. Ja, ich finde es aber trotzdem ziemlich schade, dass ich es euch jetzt nicht zeigen kann zum Moment. Und auch, weil ich ja schon gerne den Kampf mal gerne ausgetestet hätte. Nacht, da oben! Feinde! Danke! Oh! Ein Herz für Tiere? Nicht mit mir! Nicht jammern! Kämpf! Was ist mit dem Schiff da? Also dann. Große. Oh, den habe ich jetzt nicht gesehen. Der zeig ich's! Das geht so weit! Sorry! Wirklich? Schon wieder? Ihnen wird Hören und Sehen vergehen. Du bist ja richtig in Fahrt. Ja, man merkt, dass die hier nicht so anspruchsvoll sind, die Magitek-Einheiten, weil der Vorhang fällt. Da waren voll viele und die sind ja auch schon wieder fast alle weg. Ja. Zack. Haben wir schon wieder fast dezimiert hier. Einmalig. Mit Verlauf. Ach komm, wisst ihr was? Einmal ganz so, damit die Folge nicht ganz umsonst war, beschwören wir einfach mal. Ah, schade, ich dachte, jetzt kommt Titan. Ramu hat man schon. Steak, ja, da haben wir schon wieder das eine Doppelhorn. Das sieht richtig cool aus. Ja, das sieht richtig geil aus. Also nicht schlecht gemacht. Schade, ich wollte jetzt eigentlich den Titanen mal sehen, aber naja, leider nicht. Leider nicht. Hey Noct, über dir. Schon wieder? Nein, die geben auch keine Ruhe. Ja, auf jeden Fall, schade, dass es, wie gesagt, nicht geklappt hat. Also ich hätte es euch gerne gezeigt. Ja. Denk mal, dann müssen wir dann. Muss ich dann warten. Das wird ein Kinderspiel. Bis der nächste Auftrag fertig ist. Da fällig ist und dann können wir dann weiterkommen. Vielleicht klappt es ja dann.
vielleicht auch nicht. Naja, und dann bleibt da noch der 28. wo wir dann endlich dann Kapitel 13 dann oder allgemein die Story fortsetzen können. Was ich auch noch sagen wollte, also mal gespannt, wer sein wird. Keiner verletzt, wie es scheint. Ob die auch, ich habe auch gelesen, dass die dann noch weiter in anderen Kapiteln mit im Laufe der Zeit ein paar neue Sachen machen wollen. Ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, mal gucken, was die machen werden, was die sich da einfallen lassen werden. Ich denke mal, für die Kapitel, wenn die da jetzt Änderungen hier in Angriff nehmen, in den Kapiteln, die schon, sage ich mal, hinter mir jetzt hinter uns zurückliegen, ich glaube, die werde ich jetzt auch nicht dann nochmal neu machen. Ich denke mal, dann werde ich mir die einfach dann für nächstes Spielen aufheben. Naja, gut, ich sag mal, nochmal, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, schade, dass es leider nicht geklappt hat. Ich hätte es euch gerne gezeigt, aber naja, leider bin ich noch nicht so weit. Das heißt, ich kann leider den euch das nicht zeigen. Aber was, Moment mal, ich habe ja vorhin, wenn wir hier schon sind, machen wir dann hier in der Nähe. Die habe ich nämlich gerade bekommen, wo ich auf dem Weg hier war. Aber ich dachte, ja komm, nein. Das machen wir jetzt nicht. Wir konzentrieren uns ja erstmal auf die, auf den Zeitauftrag. Aber gut, ich denke mal, da das Ganze jetzt dann nicht umsonst ist, würde ich mal sagen, mache ich einfach mal den Auftrag. So, ja. Dahin möchte ich. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's. Suchen und retten. Aber für nächstes Mal weiß ich dann auch Bescheid, wenn der, wenn die Bedienung über Level 12 ist, dann weiß ich schon, okay, das wird nichts, dann muss man auch muss man es dann auch nicht probieren. Mal gucken, vielleicht würde ich das, ich weiß jetzt nicht, wann das jetzt rauskommt, die Folge, also jetzt dieser Versuch hier. Vielleicht würde ich das dann alternativ noch dann dazu packen, kurz dann sagen, okay, also los, da ist nicht der nächste Zeitauftrag auch dann aufgrund des Kapitels dann nicht ganz klappt. Wird das dann jetzt mal gucken, wie ich das machen werde. Oder vielleicht mache ich dann gar nichts. Mal gucken. Auf jeden Fall würde ich sagen, gucken wir jetzt mal, was wir hier Tolles haben. Ich glaub, einfach mal nach oben gehen. Ich erledige das alleine. Du kannst hier bleiben. Von wegen. Ich lass nicht zu, dass du hier alleine eine Show abziehst. Autsch, Mist! Dann lass aber mal krachen. Okay. Die Jagdsaison ist eröffnet. Schade. Ich glaube, wir sind zu stark. Bin beeindruckt. Vor allem zu stark. Wir sind mit auf den Boden erstmal geschmissen. Na egal. Perfekt. So viel dazu. Was haben wir hier? Achso, das ist der, den wir vorhin gekillt haben. Da sehe ich auch nichts. Dann vielleicht auf der anderen Seite. Mal gucken. Ah, ich mach mal kurz hier einen Break. Yo, und da bin ich auch wieder. Ich wurde nämlich gerade angerufen. Ja, jetzt kann ich aber weitermachen. Da hier auch schon
der Kreis zu Ende ist. Mann, waren die Spießchen in Lestalum lecker. Ja, lasst uns bald wieder hingehen. Was? Ignis steht auf Essen von der Bude? Wer hätte das gedacht? Es ist preiswert, lecker und praktisch. Was will man mehr? So, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da muss es irgendwo hier sein, oder? Der verletzten Person helfen. Ja, nur ich finde hier keine verletzte Person. Das war auch schon außerhalb des Kreises. Vorwärts! Ade! Okay. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich sehe jetzt hier keine verletzte Person. Mal hier drauf. Ne. Warte mal, was ist mit hier? Ne, das sah nur so aus. Luft. Ja. Das sah nur so aus, als ob. Nacht. Ich höre Magitech-Motoren. Schön. Wo muss doch hier die verletzte Person sein? Keine Ahnung, ey. Kann doch nicht sein. Naja, ein Vorteil hat das Ganze jetzt mit dem Zeitauftrag. Ich muss mir keine Sorgen um das Problem mit dem Überleveln machen. Das ist ein Pluspunkt, wenn man so will. Hey, Nacht, über dir! Warte mal, vielleicht steht hier noch was. In der Nähe ruft jemand um Hilfe. Wenn Noctis der Stimme folgt, kann er vielleicht noch helfen. Also es muss auf jeden Fall hier sein. Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Denn da ist kein Pfeil, der nach unten oder nach oben zeigt. Da, jetzt werden wir mal gucken. Der Pfeil zeigt nach unten bei dem Missionssymbol. Aber hier schon nicht mehr.
Ja, schon. Wie weit wollen wir noch? Das entscheiden wir unterwegs. Ich habe keine Ahnung. Boah, ich müsste... Ich habe keine Ahnung, Freunde, wie das... Wo hier jemand jetzt... sein könnte. Also hier steht... In der Nähe ruft jemand um Hilfe. Wenn Noctis der Stimme folgt, kann er vielleicht noch helfen. Aber irgendwie ist das mit dem Turm, ne? Also eigentlich würde ich sagen, das müsste in dem Häuschen sein, ne? Mit dem Turm. Aber irgendwie passt das. Wobei, vielleicht ist das extra mit dem Bild so gewählt. Hä? Wo haben wir diesen komischen Berg? Da hinten. Aber guckt euch mal das Bild an. Dieser komische Berg ist da und dann ist da hier so ein... Diese Hütte mit unserem Wasserturm. Das kann aber dann auch nur hier irgendwo sein, oder? Weiß nicht. Also, oder hier? Aber hier fehlt, bei uns fehlt ja doch hier dieser Wasserturm und diese Hütte. Finde ich das so ein bisschen strange. Außerdem würde es auch erklären, warum wir die Person nicht finden. Noct! Ich höre Magitech-Motoren. So offen gesagt, das wird das erklären. Vielleicht ist hier irgendwo... Da haben wir Hammerhead. Ist das lästig? Da wären wir Klappe also. Zu, Monster tot! Schnell weg hier. Ich glaube, der lässt uns nicht gehen. Ja, also halt finde ich schon so ein bisschen interessant, dass wir halb ein anderes Bild haben. Aber ich glaube, da ist auch hier der Turm. Ist ja weiter weg von dem Ganzen. Ah, da. Wenn man mal so sieht, wobei kann sein, dass das auch mehr hier so ist, ne? Das sieht aus, als ob das mehr da so in dieser Richtung ist, hier weg von den ganzen Bergen. Quasi, wenn man links auf das Bild guckt, dass das quasi diese Spitze hier ist. Außerdem wird das von der Fläche auch so passen, ne? Warte mal. Mal dann hier so. Dann wird das auch so ein bisschen passen. Weg von den Bergen. Hier könnte es natürlich auch sein. Hoffentlich klart das noch auf. Oh, ja. Ja. Immer nach links und nach rechts schauen, wenn ihr über die Straße geht hier. Da haben wir aber jetzt nicht das, was auf dem Bild ist.
Diesmal gebe ich die Befehle. Aber mach's kurz. Und auch für mich verständlich. Greift an. So, einmal hier schnell. Brillant. So, haben wir hier Ruhe. Leicht. Ha, perfekt. Da bin ich mal gespannt. Also haben wir doch in dieser Folge was zu tun. Hey, Hopp. Hilfe, ich werde angegriffen. Was war das? Da. Ein Tank ihn zu blenden, der verletzten Person helfen. Also habe ich doch gar nicht so, glaube ich, daneben mit meiner Vermutung. So, und hier nochmal was. Ja, vom Bild her könnte das dann auch... Ja, das wird das mit dem Bild dann erklären. Hier. Halb irgendwie weg von den Bergen oder zumindest auf, wenn wir auf dem Bild geguckt haben, da war links irgendwie so ein Berg oder zumindest so ein bisschen so ein Ansatz. Warte mal, nee. Ups, ein Tank. Okay. Ja, aber es ist das Gleiche. Es gehört auf jeden Fall zusammen. So, gucken wir mal. Ein Königreich für ein Bad. Nee, ja. Also ich... weiß auch jetzt nicht, ob das hier so richtig ist jetzt. Hier haben wir auch außerdem Wiese, mehr oder weniger so, glaube ich. Vielleicht sollte ich auch einfach die... Also da haben wir was, da haben wir was. Dann wenn es jetzt hier nicht ist, dann würde ich vielleicht nochmal hier versuchen. Also er wandert ja von da. Gut, dass wir das Auto da haben. Dann auf hier. Nach da. Jungs, hier gibt's was zu tun. Fein, dann kümmere dich drum. Alleine? So war das nicht gedacht. Zack. Also dann, ja. So, ganz schnell ohne Probleme, Freunde. Ach, kurz. Da war noch ein Dritter. So. Ach schön, jetzt können wir wieder besser sehen. Mal wieder bessere Sicht. Nee, also hier ist das nicht. Aber es könnte vielleicht so ähnlich mit dem Bild ungefähr. Weil wartet mal, was haben wir da? Da ist aber jetzt keine einsame Hütte. Also es muss eine einsame Hütte mit dem Turm sein. Das. Oh. Hey, seht mal. Noch eine Basis des Imperiums. Sehen wir nach? Okay.
Okay. Also haben wir da wieder eine Basis zum Infiltrieren. Das sieht hier auch nicht passend zum Bild aus. Ne, das wollte ich nicht. Wobei, wenn ich jetzt ehrlich sein soll, ich glaube, so weit sieht das auch gar nicht von dem Berg aus. Ich glaube, also kann sein, dass das vielleicht doch hier irgendwo in diesem Bereich ist. Ich würde mal sagen, wir markieren uns das einfach mal. Also ich muss einmal auf die Karte hier, bin noch nicht weit in Aufgaben. So, da. Gucken wir mal vielleicht. Außerdem haben wir hier mehr so grüne Flächen. Das war da dann doch eher mehr so Wüste, Ödland. Mal gucken. Ist dann hier irgendwo. Hier vielleicht irgendwo was sein. Licht an! Gute Idee. Sonst habe ich auch ehrlich gesagt keine Ahnung. Jetzt kommen genau die Sicher. Ich bin ziemlich erschöpft. Weichling. Nockt, da oben! Feinde! Danke. Haben wir auch was? Oh, da kommt ein Kampfroboter raus. Hier räum ich auf, da wären wir. Von hinten angreifen. Verstanden. Ich hoffe, wir sollen uns erstmal um den Mann. So. Ignis, los geht's. Und jetzt weg da. Was denn noch? Du bist ja richtig in Fahrt. So, jetzt, okay, jetzt. Kinderleicht. Oh. Ich glaube, da haben wir es etwas übertrieben. Ist okay? Ja. Hier, ich geschenk für dich. So, da hilft er auch nochmal mit. Zack. So. Das nenne ich kurzen Prozess. Weiter. Ja. 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 Da haben wir Licht. Was ist das? Ein Trank. Nee. So. Ein Trank, ihn zu blenden. In der Nähe ruft jemand um Hilfe. Wenn Noctis der Stimme folgt, kann er vielleicht noch helfen. Endlich sind wir da. Puh. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keinen Plan. Da haben wir zwar so einen Turm, aber wahrscheinlich kein Häuschen. Außerdem ist da oben nicht dieses dieser Wasserbehälter.
auf. Hoffentlich erwartet uns keine Tragödie. Lustig wird's jedenfalls nicht. Ja. Würde ich sagen, gehen wir noch mal hier nach oben. Wirklich? Schon wieder? Denen wird hören. Also hier ungefähr war ja der erste. Hier ist der zweite. Puh. Vielleicht hier. Vergehen. Geh erstmal nochmal hier. Oder vielleicht mal gucken. Ja, nur vorhin haben wir da nämlich auch nichts gefunden, ne? Da ist doch jemand. Ich schaff's alleine nach Hause. Danke. Ha, wir sind unschlagbar. Einen Trank, ihn zu blenden. Super. War's das jetzt echt? Gucken wir mal. Suchen und retten? Nee. Also... Da muss der hier irgendwo nur sein. Das ist das gleiche Bild. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Also es macht Sinn, dass wir in diesem Gebiet gucken müssen. Das macht Sinn, aber irgendwie habe ich da keinen gefunden. Gut, ich denke mal, das. Dann mache ich mir hier mal hier einen Break. Können wir nochmal kurz zurückgehen zum Auto. Aber wenn er jetzt, wenn wir echt nichts finden, dann keine Ahnung. Vielleicht mal aufschieben. Immerhin waren wir ja da am gucken. Da war halt nichts, ne? Guck mal. Ja, stimmt, aber man muss die ja erstmal mieten. Genau. Ich wollte eigentlich mit dem Schokobo da hinreiten, aber. Ist ja auch schon ziemlich spät. Gut. Vergessen, dass wir den erst mieten müssen. Ja, hier zeigt er uns nach unten an. Da, dass wir auf der richtigen Höhe sind. Also gehe ich mal davon aus. Ah, okay. Jetzt auch, wo die hier, wo das Schiff auf der in der Basis gelandet ist, sehen wir auch, dass da oben dieser Strahl da ist. War ein Ausrutscher. Hey Nocht, über dir. Ah, da ist der. Danke, vielen Dank. Mann, die sehen alle gleich aus. Jeden Tag eine gute Tat. Ja, super, haben wir doch geschafft. Haben wir es doch geschafft. Na, ich denke mal, da können wir dann auf jeden Fall dann einen Break machen. Und mal sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt in der nächsten... ob ich dann den Zeitauftrag mache, der jetzt danach kommt. Das wird sich vom Level dann zeigen. Ob ich dann extra für ein Video mache, keine Ahnung. Oder vielleicht werde ich das dann, wenn ich dann weiter mit der Story mache, dann was dazu sagen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall für die
Zeitauftrag Nummer 3, Kampf gegen den hier. Hier Zeitauftrag Nummer 3, Kampf gegen den Ephema Behemoth König. Leider, leider kann ich den nicht wahrnehmen. Leider kann ich da nichts machen. Es tut mir leid, ich hätte euch den so gerne gezeigt, aber leider habe ich jetzt vom Kapitel bin ich da jetzt nicht so weit, aber vielleicht der nächste. Mal gucken, naja, auch wenn wir jetzt nicht viel gemacht haben, halb eher doch so Nebenaufgaben ein bisschen gucken, muss ich sagen, hoffe ich trotzdem, dass euch das doch so ein bisschen gefallen hat. Ja, und ich sag mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.